Eukalyptus, aufgrund der Waldbrandgefahr und der invasiven Art ein sehr verrufener Baum hier in Europa. Aber ich zeige euch, wie ich für mein autarkes Leben den Baum komplett benutze. Das heißt, wir gehen vom Stamm aus über die Rinde, wo man Dachschindeln zum Beispiel machen kann oder einen Tee oder Eukalyptusöl. Ich zeige euch alles. Zu Beginn erstmal ein paar Hard Facts über den Baum an für sich. In Tasmania steht der bisher bekannteste, größte Baum mit 90 Metern. Ich bin jetzt hier vor dem größten Baum, Eukalyptusbaum in Portugal mit unglaublichen 43 Meter Höhe und allein 10 Meter Durchmesser vom Stamm. Der Baum Eukalyptus kommt ursprünglich aus Australien und wurde hier nach Europa importiert und zählt hier als invasive Baumart. Wir sehen hier den Grund dafür. Hier ist ein Eichenbaum, der heimische Eichenbaum hier. Und diese Bäume töten gerade diese Eichenbäume. Ein Grund dafür ist die Tatsache, dass er so extrem schnell wächst und somit die Sonne den anderen Bäumen wegnimmt. Außerdem ist es ein Baum, der permanent das ganze Jahr über die Rinde verliert, somit den Boden vermulcht und durch die ölhaltigen Blätter den Boden vergiftet. Was für die heimischen Bäume ein Nachteil sein kann, kann für uns Menschen ein Vorteil sein. Wenn man die schön beschneidet, kriegt man schönes, gerades Bauholz. Er eignet sich aber nicht nur als Bauholz gut, sondern die Blätter haben wundervolle, gesunde Vorteile. Dann würde ich jetzt auf meine Erfahrungen mit Eukalyptus eingehen. Ich werde das wie folgt aufgliedern, und zwar von unten nach oben. Das heißt, wir fangen mit dem Stamm an, dann was man mit den Ästen machen kann, was man mit der Rinde machen kann und außerdem mit den Blättern. Ich habe jetzt hier einen Stamm, den ich absichtlich ein ganzes Jahr lang hier der Natur ausgesetzt habe. Weil einen großen Vorteil, den ich bei Eukalyptus sehe, ist die Schimmelresistenz. Also ich hatte hier in einem Holzlager hinter mir Eiche, Esche und Eukalyptus gelagert. Alles ist geschimmelt, außer der Eukalyptus. Und das wäre einer der Vorteile. Dann, was man bei Eukalyptus wissen muss, vor allem bei Stämmen, das ist extrem, extrem, extrem hartes Holz. Also mittlerweile versuche ich echt zu vermeiden, mit Eukalyptus zu arbeiten, weil die Bohraufsätze, wenn man vorbohren will, die stumpfen ab, wie als wäre das Metall. Das ist echt, echt krass. Das heißt, was ein Nachteil bei der Arbeit ist, ist später in der Stabilität dann ein Vorteil. Ich habe außerdem auch versucht, den Eukalyptusstamm zu spalten. Und Eukalyptus hat die Eigenschaft, dass es spiralförmig nach oben wächst und somit nahezu unmöglich ist zu spalten. Also ich habe mich da echt kaputt gearbeitet und habe es dann mit der Kettensäge versucht. Noch hier die Seite habe ich mit der Kettensäge gemacht. Und ich habe für ein einziges Brett eine ganze Tankladung Sprit gebraucht für die Kettensäge. Und daher versuche ich, die Stämme einfach nur so zu belassen, wie sie sind, in der Dicke. Ich häute sie nur und benutze dann auch eher die Äste. Ich habe auch einige dieser dicken Klötze, also denen 2 Meter, ist viel zu schwer zu tragen. Schon allein dieser Klotz, der ist wahrscheinlich so schwer wie ein 3 Meter Tannenbaum oder Kiefernbaum. Hieraus kann man wunderbar sowas wie Besteck oder Gefäße machen und so weiter. Wenn man den in die Längsrichtung, wenn man den jetzt so nimmt, halbiert, kann man hier zum Beispiel ein super Gefäß machen. Dann kommen wir jetzt zu den Ästen. Also auch die Äste sind in der Regel total gerade und haben hier auch wie der Stamm den Vorteil, dass sie sehr hart sind. Das heißt, wenn man ein Werkzeug macht, wie eine Hacke oder ein Besenstiel oder sowas, eignet sich das perfekt. Ich habe jetzt hier dieses Tool, um die Bäume zu entrinden. Ihr könnt auch einfach ein Messer nehmen, weil das bei diesen Eukalyptusbäumen echt einfach ist. Wir fangen mit dem kleinen Schwierigen an. Das ist jetzt live. Ihr seht jetzt wirklich, ob es klappt oder nicht. Alles, was ihr dafür nämlich machen müsst, ist eigentlich nur einen langen Schlitz machen und der Rest sollte per Hand gehen. Dieser Ast war jetzt der ganze Zeit der Witterung ausgesetzt, deswegen ist er nicht so gut. Aber man sieht schon, es ist ein durchgehendes Stück und hier drin könnte man das jetzt als Regenrinne machen. Auch ein Vorteil, den Eukalyptus hat, er ist wasserbeständig. Daraus wurden früher ganz viele Boote gebaut und Kanus und so weiter. Und ähnlich einfach sollte das jetzt auch hier mit dem dicken Stamm funktionieren. Seht ihr, wie schwer der ist? Und so kann man sich schöne Dachschindeln machen. Schaut euch mal die große Fläche an. Geil, oder? Für die Dachschindeln gibt es aber was zu beachten. Also alles, was ihr hier seht, ist alles Eukalyptus. Außer diese Rankenpflanze, das ist Naturschnur. Aber ich habe vor einem Jahr schon mal hier Dachschindeln gemacht.
und mal gucken, wie die aussehen. Das sieht noch ganz gut aus. Ich habe hier extra viel Gewicht drauf gemacht, damit die blattgedrückt werden, weil Rinde hat immer die Eigenschaft, dass es zur Ursprungsform zurück will. Das heißt, die Rundung vom Baum entscheidet die Rundung von der Schindel. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, das zu beheben. Man lagert es sehr, sehr lange flach und drückt es flach, bis es dann sich irgendwann so verfestigt wie hier. Möglichkeit Nummer zwei ist, die Rückseite anzuschleifen. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal eine Dachschindel zusammen. Die hier haben wir ja gerade geerntet und wir sehen, wie sie sich rundet. Das heißt, ich schneide jetzt erstmal ein Stück da ab. Jetzt sehen wir schon den Grund für die Stabilität. Diese Rinde besteht aus tausenden Fasern. Und ja, jetzt haben wir hier die Rinde. Wir sehen, selbst wenn ich so hebe, hier neigt sich nach oben entgegen der Schwerkraft. Und das versuchen wir jetzt gerade zu machen. Dafür nehmen wir uns die Rückseite. Und irgendwas Scharfes, ich nehme jetzt ein Messer. Also diesen Teil reiße ich jetzt einfach mal ab, weil in die Längsrichtung kann man immer sehr gut reißen. Und diesen Teil machen wir jetzt flach. Ich gucke dann immer, wo die stärkste Rundung ist. Die ist jetzt hier gleichmäßig. Und dann geht man hier gerade hin und schleift es ab. Am besten macht man sich immer so Linien. Ich gucke immer, dass es so eine Spitze ist. Und hier kann man ruhig ordentlich abnehmen. Also seid ihr wirklich nicht zu sparsam. Aber seid vorsichtig, dass ihr nicht zu tief geht. Ja, kleinen Unterschied, jetzt sieht man, hier ist es gerade, aber hier ist es noch rund. Das heißt, jetzt gehen wir hier an der Seite, machen dort dasselbe. Wird flacher. Jetzt sehe ich nur noch hier eine Wölbung. So, und jetzt nur zur Demonstration. Schon hat man ein wasserdichtes Dach. Und so schöne Rinderstücke sind in der Regel eigentlich der seltene Fall. Weil das hier ist der Normalfall, dass man so tausende Schnüre hat. Was bei denen oft der Vorteil ist, die sind oft so lang wie der ganze Baum. Da hat man teilweise 20 Meter lange Stücke. Das kann man sich jetzt noch zurechtschneiden. Und wenn man das jetzt in Wasser einlegt, hat man ideales Flechtmaterial. Ich verwende solche Stücke aber eher für Naturschnur. Wir versuchen das jetzt mal mit dem trockenen Stück. Normal legt man das ein paar Stunden in Wasser ein. Aber man kann hier die einzelnen Fasern schön lang abtrennen. Okay, mit trockenen Stücken funktioniert es nicht so gut. Wir haben hier jetzt noch das feuchte Rindestück. Hier sieht man die Fasern. Und daraus kann man jetzt Schnur wickeln. Und die ist sehr flexibel und wenn man die zusammenwickelt, dann ist sie auch stabil. Hier haben wir jetzt noch mal eine tolle kleine Regenrinne. Also das werde ich tatsächlich probieren. Abonniert gerne den Kanal, dann werdet ihr sehen, wie ich sowas als Regenrinne benutze. Und dann würde ich sagen, wir kommen jetzt zu den Thema Blätter. Erstmal sehr interessant, wie so eine Eukalyptus-Eiche aussieht. Die hat vorne wie so ein Kreuzschlitz, wie für Schraubenzieher gemacht. Keine Ahnung, für was man das verwenden kann. Kennt ihr irgendwas? Vielleicht Dekoration? Aber ja, zu den Blättern. Das ist jetzt ein alter gammliger Ast. Ich habe mir damals frische Triebe gesucht. Und das ist auch wirklich wichtig. Die frischen Triebe haben richtig viel Öl. Und das ist jetzt circa ein Jahr alt. Und es riecht noch wie ganz frisch. Oh mein Gott. Und das kann man als Tee tatsächlich trinken. Was ich am liebsten mache, sind Gesichtsdampfbäder. Das habe ich wirklich regelmäßig gemacht. Die frischen Triebe direkt ins heiße Wasser und im Gesicht. Man kann aber auch Eukalyptusöl herstellen. Entweder man hat eine Distillerie. Tatsächlich werde ich das in circa 2 Monaten ausprobieren mit einer Distillerie. Man kann aber auch ein Starteröl nehmen und Eukalyptus eine Woche lang in dem Öl liegen lassen. Dann kocht man es auf und siebt es dann. Und am Ende hat man dann Eukalyptusöl. Ich würde nicht raten, Olivenöl als Starteröl zu nehmen, muss ich sagen. Ich habe auch eine andere mit Kokosöl gemacht, weil ich benutze es tatsächlich für meine Haare. Und wenn man Olivenöl in die Haare macht, dann wird das so, ja, nicht angenehm. Dann möchte ich euch noch demonstrieren, wie hart es ist, mit Eukalyptus zu arbeiten. Ich habe hier einmal einen Kieferstamm, das müsste der weicheste sein. Eine Eiche, mittelhartes Holz und Eukalyptus, meiner Meinung nach, extrem hartes Holz. So, das war jetzt alles ganz viel Theorie. Wenn du sehen willst, wie ich in der Praxis eine Outdoor-Dusche nur mit Eukalyptus und Naturmaterialien gebaut habe, dann klick gerne auf dieses Video. Wenn es dich interessiert, was ich hier zum Beispiel baue, wie mein autarkes Leben ist, dann klick auf dieses Video. Vielen Dank, euer Robin.